Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu eurem nächsten Lernvideo. Wir beschäftigen uns heute mit der Additionsregel und mit ein bisschen mit Gegenereignissen in dem Kontext. Schauen wir uns mal die Additionsregel an, was hat es damit auf sich? Ein Beispiel, wir würfeln dreimal hintereinander mit einem sechsseitigen Würfel. Wir wollen die Wahrscheinlichkeit ermitteln, dass wir genau einen Sechser würfeln. Wenn wir jetzt schon überlegen, schauen wir uns mal den Baum an. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, den Sechser zu würfeln, wenn wir dreimal würfeln. Es gibt die Möglichkeit, dass wir am ersten Wurf einen Sechser haben, beim zweiten nicht und beim dritten nicht. Es gibt die Möglichkeit, dass wir beim zweiten Wurf einen Sechser würfeln. Und es gibt die Möglichkeit, dass wir beim dritten Wurf einen Sechser würfeln. Im Gegensatz zum zuvor, was wir bis jetzt so gekannt haben, gibt es jetzt mehrere mögliche Pfade. Den da und den da. Das heißt, es gibt drei mögliche Pfade. Und das Ganze läuft jetzt wie folgt. Man geht jetzt her und sagt, man addiert die Pfade. Das geht. Man rechnet sich die Wahrscheinlichkeit. Man sagt einmal, ich gebe mal ein Ereignis an. Mein Ereignis 1, also ich rechne immer die Einzelpfade aus. Machen wir das zuerst. Das heißt, 6er, K6er, K6er. Was für eine Wahrscheinlichkeit habe ich da? Ein Sechstel mal 5 Sechstel mal 5 Sechstel. Dann kein Sechser, A6er, K6er. Das sind auch 25 Sechzehntel als Wahrscheinlichkeit. Und das letzte ist wieder 5 Sechstel mal 5 Sechstel mal A Sechstel. Also wieder 25 Sechzehntel. Gut. Das sind die Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Pfade. Und wie ich jetzt schon gesagt habe, kann man die Pfade dann miteinander addieren. Indem man hergeht und sagt, mein erster Pfad plus mein zweiter Pfad plus mein dritter Pfad. Man addiert die Wahrscheinlichkeiten einfach. Das ist nichts anderes als die Additionsregel. Man hat mehrere Ereignisse. Und die Ereignisse verknüpft man dann und addiert man. Und dann kommt man auf 75/216, was gerundet 0,35 ist. Okay? Dafür gibt es immer einen Satz, wenn man es. Jetzt geht's. Entschuldigung. Dafür gibt es immer einen Satz, den man sich anschauen kann. Und zwar sind zwei Ausgänge, eines Zufallsversuchs, was wir vorher gehabt haben, nochmal drei Ausgänge gehabt, gegeben. Dann gilt, dass die Verknüpfung von D2 Zufallsversuche nur nichts anderes ist als die Addition der Einzelwahrscheinlichkeiten von den Zufallsversuchen. Ne? Also die Addition der einzelnen Wahrscheinlichkeiten der Pfade. Schauen wir uns gleich noch ein Beispiel an. Aus einer Urne, also in einer Urne sind drei weiße Kugeln, zwei schwarze Kugeln, eine rote Kugel und ohne Zurücklegen wird aus der jetzt gezogen, aus der Urne. So haben wir das letzte Mal uns ja angeschaut, schon mit und ohne Zurücklegen, vielleicht noch einmal einen kurzen Blick drauf. Wir haben eben drei weiße, zwei schwarze, eine rote Kugel, sechse insgesamt. Das heißt, beim ersten Mal ziehen mit einer Wahrscheinlichkeit von drei Sechstel weiße, zwei Sechstel schwarze und ein Sechstel rote. Ne? Dann ist eine heraus, in dem Fall eine weiße. Das heißt, es bleiben noch zwei weiße übrig und fünf insgesamt. Zwei schwarze, fünf insgesamt und eine rote, fünf insgesamt. Und genau gleich geht es da weiter. Und bei der roten müssen wir wieder aufpassen. Da ist eben keine mehr drin, deshalb ist da die Wahrscheinlichkeit 0/5. Gut, welche Fragen stellen wir uns jetzt? Welche Wahrscheinlichkeit gibt, also mit welcher Wahrscheinlichkeit ziehe ich die Kugeln, zwei Kugeln, die die gleiche Farbe haben? Ne? Das heißt, ich stelle mir jetzt nicht nur die Frage, mit was in der Wahrscheinlichkeit ziehe ich zwei weiße, zwei schwarze, zwei rote. Ich möchte alle Wahrscheinlichkeiten dafür haben. Das heißt, ich muss die wieder addieren. Für weiß-weiß, schwarz-schwarz, rot-rot. Das heißt, ich kann mir jetzt das in A natürlich auch anschreiben. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich weiß ziehe, 3 Sechstel mal 2 Fünftel. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich schwarz-schwarz ziehe, 2 Sechstel mal 1 Fünftel. Und das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich rot-rot ziehe, 1 Sechstel mal 0 Fünftel. Okay, ich habe es jetzt einfach in Arm schon geschrieben, das darf man natürlich. Man muss es nicht immer so aufteilen. Jetzt multipliziert man das zuerst miteinander, Punkt vor Strich, wie es schon hoffentlich ewig wissen sollte. 6 Dreißigstel plus 2 Dreißigstel plus 0 Dreißigstel sind 8 Dreißigstel gekürzt. 4 Fünftel, also gerundet 0,267. Das heißt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,267 ziehe ich zwei Kugeln der gleichen Farbe. Wie schaut es aus, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mindestens eine schwarze Kugel ziehe? Markieren wir uns das da vielleicht wieder. Was heißt mindestens eine schwarze? Naja, mindestens eine schwarze heißt, ich kann zum Beispiel weiß-schwarz ziehen. Man schaut einfach der Reihe nach das Bäumchen da durch. Das heißt, der Pfad da ist von Relevanz. Dann, mindestens eine schwarze. Da habe ich ja schon eine schwarze gezogen. Mindestens eine schwarze heißt, dass ich immer zwei schwarze ziehen kann. Aber, dass natürlich die Wahrscheinlichkeit
für, dass ich die weiße ziehe und die rote ziehe, in dem Kontext, nachdem ich die schwarze schon gehabt habe, okay sind. Und da habe ich einen Dämpfpfad, rot, schwarz. Das heißt, die gelb markierten Pfade sind jetzt die, die mich interessieren. Und die schreibe ich ihm jetzt an. Das heißt, man geht her und schaut einmal, mindestens eine Kugel schwarz. 3 Sechstel mal 2 Fünftel. 2 Sechstel mal 3 Fünftel. 2 Sechstel mal a Fünftel. 2 Sechstel mal a Fünftel. Wenn man da übrigens geschickt ist, ich weiß nicht, ob ich verwirre euch damit jetzt nicht, aber das 3 Fünftel plus a Fünftel plus 5 Fünftel ist ja 1. Ne? Also könnt ihr mir das erschenken, sozusagen 2 Sechstel außerhalb und einfach nur plus 2 Sechstel rechnen. Okay? Aber es ist natürlich auch kein Stress, wenn man es einzeln anschreibt. Dann hat man halt ein bisschen mehr Schreibarbeit. Für den Anfang sicher so besser. Und das letzte ist dann a Sechstel mal 2 Fünftel. Dann alles zusammengerechnet. 6 Dreißigstel plus 6 Dreißigstel plus 2 Dreißigstel plus 2 Dreißigstel plus 2 Dreißigstel sind 18 Dreißigstel, sind gekürzt 3 Fünftel. Also mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,6. Oder im Umgerechnet übrigens mal 100 komme ich dann auf Prozent. 60% ziehe ich eben mindestens eine schwarze Kugel. Dann, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Kugel schwarz ist? Schauen wir uns das wieder an. Erste Kugel schwarz. Ah, da habe ich jetzt einen Textmarker. Da ist der Textmarker. Das habe ich, da habe ich die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Kugel schwarz ist. Ne? Und dann auch noch da, da und da. Das heißt, ich habe wieder die Wahrscheinlichkeit, was ich vorher schon gesagt habe eigentlich, mit einer Wahrscheinlichkeit, wir können das jetzt wieder auszuheben, 2 Sechstel gekürzt ein Drittel oder M, vielleicht wäre jetzt am Anfang besser, 2 Sechstel mal 3 Fünftel plus 2 Sechstel mal A Fünftel plus 2 Sechstel mal A Fünftel. Ist dann, sind dann 10 Dreißigstel, wenn man die einzelnen Wahrscheinlichkeiten aufaddiert, oder M A Drittel oder 0,3333 periodisch. Okay? Gut, kommen wir zum nächsten. 14.31 Cäsar. In einem Säckchen sind 8 Kugeln. Davon haben 4 Kugeln eine gerade Zahl angeschrieben. Also da steht eine gerade Zahl auf der Kugel an. Bei 3 Kugeln steht eine ungerade Zahl auf der Kugel an. Und bei einer Kugel ist ein X auf der Kugel an. Und es werden jetzt 2 Kugeln mit zurücklehnen gezogen. Wird die Kugel X beide mal gezogen, gewinnt man ein Fahrrad. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Gut, das Wichtige ist schon mal, das mit zurücklegen. Das heißt, ich ziehe die Kugel außer, sich hurra, ich habe von mir was eine X-Kugel gezogen und schmeiße es wieder rein. Weil sonst hätte ich gar nicht die Chance, dass ich zweimal die Kugel X ziehe. Das ist Fahrrad drin, das wäre dann eher schlecht. Aber schauen wir uns mal den Wahrscheinlichkeitsbaum an. Das heißt, ich habe mit einer Wahrscheinlichkeit von A8 uns interessiert jetzt nur das X, okay? Das heißt, das ist jetzt wieder so ein abgekürzter Baum, ein vereinfachter Baum. Ich kann natürlich alle anderen Varianten auch aufzeichnen, aber die brauche ich jetzt in meinem konkreten Kontext gerade nicht. Deshalb habe ich jetzt da so einen, ja, entschlackten Baum aufgezeichnet, sage ich jetzt einmal. Mir interessiert ja nur das X. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 Achtel ziehe ich die Kugel mit X, 7 Achtel, eine Kugel mit keinem X. Der Pfad interessiert mich schon nicht. Dann lege ich es wieder ein und habe wieder mit einer Achtel Wahrscheinlichkeit, dass ich die, habe wieder eine Achtel Wahrscheinlichkeit, dass ich die Kugel mit X ziehe und 7 Achtel, dass ich ja, nicht den mit X ziehe. Und ich möchte jetzt wissen, mit was für einer Wahrscheinlichkeit bin ich das Vorrad. Das heißt, mit was für einer Wahrscheinlichkeit ziehe ich 2 mal X, ein Achtel mal ein Achtel, ein 64stel, gerundet ungefähr 0,016. Fertig. Mit der Wahrscheinlichkeit bin ich das Vorrad. 14.32. In einer Schublade sind 4 grüne, 6 blaue und 2 braune Socken. Es werden blind 2 Socken gezogen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir 2 Socken der gleichen Farbe erwischen? Das heißt, ich schaue rein, ziehe einen Socken außer, kalt man den dann, das ist natürlich wieder was ohne Zurücklehnen, das muss auch oft aus dem Kontext ein bisschen klar werden, gell? Ob das mit oder ohne Zurücklehnen ist, normalerweise oft schreiben sie es auch dazu, aber wenn es der Hausverstand sagt, so wie da, steht es halt nicht dabei. Gut, machen wir daraus wieder einen Wahrscheinlichkeitsbaum, der ist auch ein bisschen vereinfacht, wie es da unten schon hat, der Punkt, die Punkte zieht. Uns interessiert eben jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass man Socken der gleichen Farbe zählt. Das heißt, wir gehen einmal her, 4 Zwölftel, weil ich ja 4 grüne habe, insgesamt 12 Socken, 6 Zwölftel, 2 Zwölftel. Dann bin ich bei grün, dann die anderen Pfade vernachlässige ich jetzt schon, das heißt, dass ich einen blauen und einen braunen ziehe.
ich zeichne jetzt nur den für grün ein und den habe ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 3 Elftel. Dann 6 Zwölftel blau, 5 Elftel, noch einmal blau. Denkt ihr dran, ein Socken ist ja schon weg, deshalb Elftel und ein blauer ist auch schon weg, deshalb 5. Dann 2 Zwölftel, eben ein Socken weg, ein Socken weg, ein Elftel. Und jetzt gehe ich eben her und sage, gut, gleiche Farbe, 4 Zwölftel mal 3 Elftel plus 6 Zwölftel mal 5 Elftel plus 2 Zwölftel mal 1 Elftel. Ausgerechnet, 12 und der 32, 30 und der 32, 232 sind dann 44 und der 32 ist ein Drittel. Fertig. 14.34 Anton und Dorli. Da geht es jetzt um Folgendes. In einer Urne sind 5 weiße, 6 schwarze und 4 rote Kugeln. Es werden 2 Kugeln ohne Zurücklehnen gezogen. Da muss man es natürlich dazu sagen, ne? Weil da ist nicht so klar geholt, die Kugel jetzt geholt ist jetzt nicht. Und wir schauen uns mal wieder den Wahrscheinlichkeitsbaum an. Das heißt, wir haben insgesamt 15 Kugeln drinnen, also 5 Fünftel Wahrscheinlichkeit beim ersten Ziehen eine weiße, 6 Fünftel eine schwarze, 4 Fünftel eine rote. Dann ist eben eine weg, das heißt 4 Vierzehntel, 6 Vierzehntel, 4 Vierzehntel und so weiter. Also was ist gesucht? Die Wahrscheinlichkeit, dass wir keine weiße Kugel ziehen. Gut, schauen wir uns das einmal an, was für Pfade uns dann da interessieren. Also keine weiße Kugel. Das heißt, der Pfad da, samt seinen Ästen, interessiert uns schon mal nicht, weil da habe ich schon eine weiße Kugel dabei. Die erste mal spannend, schwarz, schwarz und rot. Dann rot, schwarz, rot. Gut, das sind die Pfade, der da, also Viere, bei denen keine weiße Kugel gezogen wird. Dann gehen wir mal her, das schaut eh nicht so schlimm aus, rechnen wir uns das einmal aus. Wir haben 6 Fünftel mal 5 Fünftel, 6 Fünftel mal 4 Vierzehntel, dann 4 Fünftel mal 6 Vierzehntel, 4 Fünftel mal 3 Vierzehntel. Ausgerechnet 30 Zweihundertzehntel, 24 Zweihundertzehntel, 24 Zweihundertzehntel, 12 Zweihundertzehntel. Das addiert 19 Zweihundertzehntel, ergibt gekürzt eine Wahrscheinlichkeit von 3 Siebtel. Das heißt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 3 Siebtel ziehe ich k weiße Kugel. War jetzt nicht so die Tragik. Schauen wir uns das nächste an. Löschen wir dazu gleich mal die Freihandskizzen. Und, also den Textmarker. Und mindestens eine Kugel rot oder weiß. Gut. Mindestens eine Kugel rot oder weiß. Das heißt, da ist eine weiß. Da weiß mindestens. Das heißt, da kommt schon mal alles dazu. Dann rot oder weiß. Da haben wir da unten nochmal weiß. Da haben wir rot. Da ist auch rot. Da ist weiß, da ist rot, da ist schwarz. Okay, das passt. Jetzt sehen wir aber was ganz was Spannendes. Jetzt haben wir da ganz, ganz viel gelb. Und das ist eher schlecht, weil da muss ich ganz, ganz viel rechnen. Und ganz, ganz viel rechnen tun die Mama Bubilen ja gar nicht gern. Deshalb ist es da jetzt geschickt, mit dem Gegenereignis zu rechnen. Das heißt, ich suche mir jetzt mal im ersten Schritt das, was ich nicht wissen will, und suche mir dann das Gegenteil quasi davon. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber schaut mal her. Das einzige Ereignis, das da quasi nicht zutrifft, ist das da, dass ich zweimal schwarz ziehe. Da ist nur ein Pfad dann gelb, ne? Und was ein Gegenereignis ist, haben wir ja auch schon gelernt. Das heißt, wir haben 6 Fünftel mal 5 Vierzehntel. Das ist ein Siebtel. Das heißt, mit einer Siebtelwahrscheinlichkeit ziehe ich schwarz-schwarz. Und der ganze Rest war ja vorher gelb markiert. Das heißt, den ganzen Rest kriege ich jetzt, indem ich das Gegenereignis nehme, das habe ich mir da ja gerade ausgerechnet, und eben von 1 das eine Siebtel abziehe, das ich mir gerade ermittelt habe, und dann kriege ich 6 Siebtel außer, mein eigentliches Ereignis. Das heißt, ab und zu, man muss das immer von Fall zu Fall entscheiden. Ne? Beim ersten Fall schaut man sich immer an, was ist gesucht, und hat man gesehen, gut, das ist nicht so schlimm, das haut hin, das rechnen wir so aus, da wäre es sogar aufwendiger gewesen über das Gegenereignis. Aber wenn einem dann auffällt, dass man da ganz, ganz viel Pfade hat, wenn man sie direkt aufs Ereignis stürzt, macht es durchaus Sinn, sich mal über das Gegenereignis, das heißt, über das genaue Gegenteil von dem, was gefragt ist, Gedanken zu machen. Und das genaue Gegenteil wäre dann eben, es ist keine Kugel rot oder weiß, ne, beim Ziehen. Und keine Kugel rot oder weiß heißt eben, dass ich nur schwarz oder schwarz, also nur schwarz und schwarz ziehen kann. Okay? Das muss man von Fall zu Fall dann entscheiden und ein bisschen nach Gefühl gehen. Wenn man in Sicht am Anfang beim Überlegen, um Gottes Willen, da sind so viele Pfade,
ist es nicht schlecht, sich über das Gegenereignis Gedanken zu machen. Und wie wir jetzt gesehen haben, ist das noch viel zielführender. Okay? Dann 14.35, letztes Beispiel für heute. In einem Prüfungskatalog sind 30 Fragen. Es werden zwei Fragen gezogen, von welchen dann eine beantwortet werden muss. Das ist dann wie bei der Matura so ähnlich. Und die Jennifer hat jetzt 10 von den 30 Fragen gelernt. Das heißt, die Dame lebt gerne ein bisschen gefährlich. Und man fragt sie jetzt, mit welcher Wahrscheinlichkeit zieht sie jetzt eine gelernte Frage? Gut. Wieder Wahrscheinlichkeitsbaum zum Start. Wir haben Fragen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Dreißigstel zieht sie am Anfang eine gelernte Frage, 20 Dreißigstel eine nicht gelernte Frage. Dann mit einer Wahrscheinlichkeit von 9 einer Zwanzigstel in Folge dann, nachdem sie eine schon gezogen hat, eine gelernte, zieht sie eine gelernte, mit 20 einer Zwanzigstel eine nicht gelernte und da dann mit 10 einer Zwanzigstel wird sie wieder gelernte ziehen und mit 19 einer Zwanzigstel eine nicht gelernte. Ich habe euch ja vorher mal gesagt, man, natürlich könnte man den Baum jetzt vereinfacht aufzeichnen und sie den rechten Zweig sporen. Nur dann kommt man vielleicht, naja, okay, dann darf es ihn doch nicht sparen, Entschuldigung, weil man hat da ja noch was Gelerntes. Das heißt, man muss sowieso einen vollständigen aufzeichnen, vergesst das bitte. Und ja, das heißt, man hat da so ein Bäumchen. Und jetzt schaut man mal, was muss ich machen, wenn ich mich auf das Gelernte stürze. Dann hätte ich den Pfad da, den Pfad, den Pfad, weil da wäre schon ein Gelernte dabei. Nicht gelernt, gelernt. Okay, jetzt sehe ich schon wieder, da ist recht viel gelb. Und es bleibt eigentlich nur ein Pfad übrig, der eben nicht gelb ist, das heißt für uns wieder, oder es bleiben weniger Pfade übrig, die nicht gelb sind, kann man auch so sagen. Das heißt, wir gehen wieder her und sagen, gut, wir entscheiden uns um, wir gehen auf die Gegenwahrscheinlichkeit, das heißt auf das da. Und die Gegenwahrscheinlichkeit ist halt, dass keine gelernte Frage kommt. Ne? Und das wäre genau da der Fall, das heißt 20 Dreißigstel mal 19 Einerzwanzigstel, kommen wir auf 38 87 dann gekürzt, und das im Abzug passt, wir haben eine Wahrscheinlichkeit von 49 87 oder M 0,563, dass M a gelernte Frage kommt. Das heißt, schaut gar nicht so schlecht aus für Sie, aber Sie lebt doch recht gefährlich. Naja, meine Lieben, damit sind wir am Ende von dem Video angelangt. Ich hoffe, ihr habt wieder was mitgenommen und wir hören uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye-bye.